So, wir nehmen heute Blutproben von Kühe. Das ist für Untersuchung für BLI. Das sind verschiedene Erkrankungen, die wir jetzt eigentlich mit diesen Untersuchungen schauen wir, dass wir die Seuchenfreiheit für Österreich eigentlich beibehalten. Für verschiedene Kontrollen, für verschiedene Untersuchungen schauen wir uns eigentlich, ja, manche Betriebe dann mehrmals im Jahr. Aber wie gesagt, für diese Untersuchung, dann machen wir zum Beispiel auf diesem Betrieb dann einmal im Jahr diese Kontrolle. So ist es fein, ja? So ist es gut. Oh, so gut. Schau, so ist es fein, nichts passiert. Hey. Oh, jo, ist gut, ja? Bleib stehen, komm, bleib stehen. Das ist also von der Universität empfohlen. Sind ist eben die Schwanzvene, weil die Kühe, auch wenn es vor allem Milchkühe sind, vom Besamen her die Manipulation von hinten gewöhnt sind. Wenn das nicht funktioniert, auch für den Schutz des Menschen, muss man eben vor allem bei der Halsvene dann nehmen. Da muss man sich aber den Kopf besser ausbinden und das ist ein bisschen umständlicher und vor allem für die Tiere stressiger, wenn man aktiv beim Kopf die Sehne gewöhnt sind, manipuliert. Und da hinten ist es einfach am stressfreisten. Das Land Oberösterreich ist auch ein sehr guter Arbeitgeber. Man hat einen Arbeitgeber, der hinter dir steht. Und was man erwähnen muss, sind geregelte Arbeitszeiten, gute Entlohnung. Und wenn ich rede über persönliche oder fachliche Gründe, ich habe immer Interesse gehabt an Pathologie, Seuchen etc. Und was auch sehr wichtig ist für mich, war auch der Grund, warum ich es studiert angefangen habe, den Tieren helfen, die unsere Hilfe brauchen, die nicht die Stimme haben. Und das ist eigentlich im Nutztierbereich das, was man eigentlich öfters sieht. Und auch was sehr wichtig ist, was vielleicht die Gesellschaft, was der Gesellschaft nicht so bewusst ist, dass eigentlich wir Amtstierärzte, Tierärzte stehen an der ersten Linie auch für den Schutz für die Menschen, sprich Schutz von verschiedenen Zoonosen. Wir gewährleisten die Lebensmittelsicherheit. Eigentlich von der Seite können sich dann die Humanärzte um die anderen Erkrankungen kümmern. Und das war für mich auch wichtig, dass man eigentlich, deswegen sagt man dem Ausdruck One Health im Sinne, wir stehen da an der ersten Linie. Wir haben jetzt unsere Checklisten und anhand der Checkliste kontrollieren wir einfach jetzt die Punkte, Wasserversorgung, Tierschutz. Wie gesagt, wir haben verschiedene Kontrollen, die wir machen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Tierschutzkontrolle haben, dann sind einfach ja, die Rahmenbedingungen, die für die Schweine im Sinne vorgeschrieben sind. Wie gesagt, ist uns sicher sehr wichtig, wieder die Wasserversorgung zum Anschauen. Wie ist die Liegefläche? Wie ist der Gesundheitszustand von den Ferkel, von der Sau in verschiedenen Haltungen? Dann gibt es, wie gesagt, verschiedene Schwerpunkte. Was kann eigentlich ein Notfall sein für einen Amtstierarzt? Und das wäre zum Beispiel ein Fall, den wir gehabt haben, es war ein LKW, der war aufgeladen mit lebenden Tieren und leider haben wir da einen Unfall gehabt und da ist eigentlich der Punkt dann, wo wir dann unseren Plan eventuell ändern müssen. Zum Beispiel, wir haben hier eigentlich, es war der Plan, hier die Proben zu ziehen, aber sicher in solchen Fällen muss man dann vor Ort kommen, die Besichtigung machen und dann da diese, wie gesagt, schwierige Entscheidung zu treffen, wo man sagt, okay, sind jetzt diese Tiere weiter transportfähig? Leiden die Tiere? Ist es notwendig, Euthanasie anzuordnen oder, wie gesagt, irgendwelche andere Entscheidungen? In diesem Moment muss man dann mit mehreren Leuten dann, wie gesagt, auch zusammenarbeiten, Feuerwehr, Polizisten etc. Also das ist sicher eine Sache, wo man dann als Amtstierarzt unter ein bisschen größerem Druck steht. Aber nachdem kommt am Ende die Belohnung, dass man sagt, okay, jetzt haben wir in dieser stressigen Situation richtige Entscheidungen getroffen und den Tieren geholfen. Die haben dann echt unsere Hilfe gebraucht. Die Arbeit eines Amtstierarztes besteht natürlich nicht nur aus Außendiensten, sondern auch aus Bürotätigkeiten. Bei Bürotätigkeiten hat man natürlich die Vor- und Nachbereitungen der Außendienste, aber auch viele andere Sachen zu erledigen. Zum Beispiel aktuell haben wir eine veränderte Seuchenlage in Europa. Da müssen wir uns in Österreich darauf vorbereiten. Es werden Newsletter geschrieben, es werden Abfragen getan. Da ist relativ viel Recherchearbeit und auch Telefonarbeiten zu erledigen. Man hat diverse Datenbanken, die aktualisiert werden oder wo man nachschauen muss.
Man hat viele Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die bearbeitet werden müssen. Also es ist auch ein klassischer Bürojob, der eben durch Außendienste sehr abwechslungsreich gestaltet wird. Musik